Ah, okay. No, you are the master of Norddeutschland oder in Berlin. Es hat zu viel Wind hier. Ruhig. But can't you light it inside? Yeah, I try. Filibus nennt man das auch. Hokus pokus, sagen andere dazu. Aber nach 10 Monaten geht das jetzt endlich mit dem Feuer, ne? Oh. Ich meine, das war ja lange genug auch ein Thema. Wow. Oh, das ist aber schöner auch. Ja, in the picture? Yep. Okay. Yep. Du musst vielleicht doch dieses Loch ein bisschen zumachen da. Oi. Jetzt. Ach, jetzt. Jetzt langsam erholt er sich. Der kriegt nicht genug. Da oben ist zu viel, ne? Das ist zu klein, die Öffnung. Du musst die ein bisschen kleiner machen. Ja. Hast du nicht deinen Deckel noch? Doch, den habe ich auch noch irgendwo. Der liegt auf dem Tisch. Nee, das war gut. Du darfst bloß nicht so viel. Ein bisschen Zuluft musst du schon noch lassen. Ne, geht nicht. Schritt. Zu wenig. Was auch noch gar nicht geht, ist diese Situation mit dem Schnitzlicht. Ja, schade. Jetzt weiß ich, warum wir so viele Gießkannen gekauft haben. Ja! Wie Leftover. Aber wieso geht das da hinten schon und hier nicht? Das verstehe ich auch nicht. Ein bisschen mehr Rauch geht nicht nach oben. Power vielleicht noch. Mhm. Und es kommt wirklich auf den Winkel an, ja. Sagt der Deckel drauf ist, geht es noch schlechter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Eben. Jetzt kommen wir wenigstens ein bisschen. Jetzt. In anderen Situationen möchte man das ja gerade nicht haben, dass da Rauch rauskommt. Jetzt du mal. Hier die Gießkanne mit Rahmen. Die Gießkanne wird warm, wer hätte das gedacht? Aber jetzt ist es optimal. Wir sind so kurz vor der Lösung. Ich würde gerade sagen, where there is smoke, there is fire. Good. Das räuchert wahrscheinlich auch zu viel, wenn wir einen Filter legen.